Wir sind das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung Münster und wir treffen uns heute hier zu unserem offenen Bündnistreffen. Wir setzen uns ein für das Recht auf einen sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch. Das schließt verschiedene Bereiche mit ein. Einerseits die Beschäftigung mit den gesetzlichen Regeln, die wir kritisieren. Zum anderen aber auch den Kampf gegen die sogenannte Lebensschutzbewegung, also radikale AbtreibungsgegnerInnen, die Frauen das Recht absprechen, über einen Schwangerschaftsabbruch autonom entscheiden zu können. Der Paragraph 219a steht dafür, dass Frauen nicht selbstbestimmt agieren dürfen, steht dafür, dass Frauen von Informationen ferngehalten werden, die für sie notwendig sind in einer psychisch belastenden Situation. Und dementsprechend muss der abgeschafft werden. Und da kann es auch keinen Kompromiss geben. Wir haben ja in Münster die besondere Situation, dass jedes Jahr im März immer der sogenannte 1000-Kreuze-Marsch stattfindet. Und ich bin dafür, dass wir da einen breiten Protest gegen auf die Beine stellen, weil ich nicht möchte, dass diese rückständigen Kräfte, die also Frauen das Recht absprechen, über ihren Körper selber zu entscheiden, dass die sozusagen hier sich ausbreiten in der Stadt. Wir möchten als Bündnis darauf hinweisen, dass dort eben neben christlichen FundamentalistInnen auch Menschen aus dem rechtskonservativen bis rechtsextremen Spektrum tatsächlich mitgehen. Also dort sind bereits Mitglieder der AfD mitgelaufen, auch der Jungen Alternativen und der Identitären Bewegung. Das heißt, dort geht es ganz stark wirklich auch ins rechtsextreme Milieu hinein. Und wir werden auch dieses Jahr wieder eine Demonstration und eine Kundgebung dagegen organisieren. Wir werden wieder ein Kulturprogramm und politische RednerInnen engagieren, um uns eben gegen die Position der AbtreibungsgegnerInnen, die dort mitlaufen, zu positionieren und klarzumachen, dass wir nicht konform gehen mit diesen Positionen.